Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Heute geht es gegen Bayer Leverkusen im Pokal, das heißt eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, die auf uns wartet. Und ich habe in der letzten Episode gefragt, Leute, wollt ihr diesen Karrieremodus täglich haben oder wollt ihr den Karrieremodus so 2 bis 3 Mal die Woche haben? Wir machen das jetzt experimentell. Das Ergebnis hat mir nicht wirklich weitergeholfen. 57% sagen täglich, 43% sagen, ja, 2 bis 3 Mal die Woche. Ich habe mir gesagt, 40-60 ist ein Ergebnis, was ich nicht will. Ich will ein eindeutiges Ergebnis, weil ich tendiere momentan auch aus Zeitgründen und Lustgründen und ich sag mal Zufriedenheitsgründen mit der Karriere dazu, ein bisschen schneller voranzukommen und das 2 bis 3 Mal die Woche zu bringen, dann mit mehreren Spielen. Die Sache ist jetzt halt, ich kann das nicht einfach so machen. Ich werde es aber ausprobieren, und zwar nächste Woche. Nächste Woche wird Montag ein Video kommen. Nächste Woche wird außerdem noch am Donnerstag ein Video kommen. Und nächste Woche wird am Samstag eventuell, je nachdem, wie die beiden vorherigen Episoden angekommen sind, ein Video kommen. Daran sehen wir dann, ob wir das beziehungsweise an der Resonanz und an eurer Meinung, da mache ich nochmal ein Strawpoll. Und daran sehen wir dann, was werden wird, daily oder 2 bis 3 Mal die Woche geschnitten. Das ist die große Sache. Wenn es euch heute gefallen sollte, dann zeigt nochmal, dass ihr diesen Daily-Stil beibehalten wollt, beziehungsweise lasst allgemein Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ich habe letztes Mal gesagt, zieht euch nicht aus der Verantwortung, die Like-Zahlen sind deutlich, deutlich besser als die letzten Episoden. Freut mich tierisch, finde ich super, weiter so, ist eine mega geile Geschichte. Und ja, lasst einfach einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Auch natürlich, vor allem natürlich, wenn ihr weiterhin täglich die Videos und ungeschnitten haben wollt. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, dazu noch natürlich zu meinem Merchandise und zu meinen Social-Media-Links. Könnt ihr sehr gerne vorbeikommen bei IG Vault, 6% Rabatt mit MaxGamingTV als Code. Und ja, ansonsten, wir brauchen gar nicht so wirklich in die Saison gucken, weil wir sehen schon deutscher Pokal gegen Leverkusen. Ins Training können wir gucken. Und da können wir hoffen, dass da gute Resultate erzielt werden. Warte mal ganz kurz. Haben wir hier, okay, alles klar. Wollte kurz gucken, ob wir irgendwie einen haben, der gerade das neues Rating erreicht hat. Der ist ihn aus dem Training rausgenommen. So, lassen wir's. Und wir haben ein F bei LW, die, aber gute Ergebnisse ansonsten, beziehungsweise durchschnittliche, immerhin vernünftig bei Christensen und Philipp. Und eine Sache wurde mir übrigens noch gesagt zu André Hahn. Ich habe den in der letzten Episode, beziehungsweise letzten Episode, denn ein bisschen kritisiert und gesagt, irgendwie, der gefällt mir nicht. Einen neuen Stürmer will ich immer noch. Allerdings denke ich, dass es durchaus möglich ist, Hahn trotzdem spielen zu lassen, und zwar auf der Außen. Position. Die Sache ist nur, dafür müsste ein Hazard weichen. Das heißt, muss ich alles ausprobieren und es kommt darauf an, wie sie sich präsentieren. So, die Kollegen können wir wahrscheinlich schon wieder alle ablehnen. Ja, bis auf Lukas Eberle vielleicht. Ja, Lukas Eberle können wir, glaube ich, behalten, wenn das Potenzial einigermaßen gut ist. Das ist in Ordnung, den nehmen wir mit. Das sieht auch wunderschön aus, der Kollege. Und die beiden kann sie ablehnen. 2 Meter groß, das ist cool. Aber leider Gottes halt absolut kein Potenzial. Von daher lassen wir die ganze Chose. Ja, wie gesagt, wir werden das ausprobieren mit André Hahn auf der rechten Seite mal. Dazu Traoré auf links, was er ja auch spielen kann. Wo er auch seine besten Leistungen, glaube ich, bisher gebracht hat. Was ist gefährdet? Finanzen. Wachstum. Verringer die Spielergehälter wöchentlich. Wie denn? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Dann können wir es in der nächsten Episode vielleicht angehen, aber ich weiß halt einfach nicht, wie es funktionieren soll. Was habe ich gerade gesagt? Ach ja, genau. André Hahn auf der rechten Seite, Traoré auf der linken Seite, vorne drin. Mal schauen. Und auf der 10 dann halt Hazard. Ich glaube, ich stelle vorne rein tatsächlich Stindl. Weil Philipp reicht mir noch nicht mit seinem Abschluss. Als Joker ist der in Ordnung, aber nicht als alleinige Spitze. Raphael wäre auch eine Option, aber Raphael gefällt mir momentan auch nicht so gut, leider Gottes. Und Stindl hat ja zumindest jetzt letztens mal 2 Mal getroffen gegen Ingolstadt. Nee, doch, Ingolstadt war es. Nee, Hoffenheim war es, Entschuldigung. Ja, Thorsten Graf hat Deutschland abgegrast. Haben wir überhaupt, warte mal, suchen wir schon nach einem Stürmer? Oder was ist hier, eigentliche Tonus? Guck mal, da haben wir Stürmer. In der Bundesliga gibt es da nichts, oder was? Stammspielerqualität und angriffsorientiert. Oder haben wir in der Bundesliga schon was? Wir haben in der Bundesliga schon was. Ja, Torhöhe. Großartig. Dankeschön. Ich wollte aber eigentlich Stürmer haben. Gut, wenn du damit nichts finden kannst, dann machen wir halt nicht angriffsorientiert. Dann machen wir halt... Was machen wir, Freunde? Stammspielerqualität. Kopfballspezialist, Allrounder. Distanzschütze, Dribbler. Brauchen wir einen Dribbler? Wir brauchen eigentlich eher einen bulligen Stürmer mal. Wir haben genug Dribbler. Na, beziehungsweise, nee, wir brauchen eigentlich Tempo. Ja. Kräftig. Weltklasse. Was soll man nehmen? Nehmen wir nix. Okay. Einfach Stürmer mit Jumpspieler-Qualität. Bringt ja nichts. Ich weiß sowieso nicht, was ich nehmen soll. Die Spieler, die wir hier haben, sind gar nicht so uninteressant. Wenn auch alle nicht so sonderlich realistisch, glaube ich. Weil die meisten gerade erst gewechselt, beziehungsweise einfach auch nicht die Nationalität, die wir suchen. Beobachten tun wir sie trotzdem einfach alle mal. Warum auch nicht? Vietto wäre ein richtig geiler Transfer. Der hat ja auch schon gegen, uns gespielt und kennt dementsprechend die Gladbacher. Hat er gegen die gespielt? Ne, hat er nicht.
Quatsch, hat er nicht. Egal, wir labern nicht länger rum. Wir gehen in die Partie rein und wir machen die Ausstellung natürlich im normalen Menü hier. Ich merke schon, das wird hier wieder länger. Wir sind schon bei 5 Minuten. Das ist ordentlich, das ist ordentlich. So, klassisch und da machen wir hier Schwarz gegen Weiß. Wir haben Regenwetter, das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, dann einen Schauer haben. So, Stindl in der Spitze, Hahn auf rechts, Traoré auf links und Hazard auf die 10. Ich glaube auch, dass Hazard sich da deutlich wohler fühlen wird. Thielemans kommt mal rein für Dahoud, weil Dahoud mir die letzten Spiele einfach nicht gefallen hat. Toljan kommt rein für Wenn, weil Toljan in Topform ist. Und ansonsten lassen wir es wahrscheinlich so, wa? Ja, wir rennen ja immer noch in schlechter Form. Naja, gut, ändert sich auch erstmal nicht. So, hier ist eine Fliege. Die kann ich jetzt aber nicht töten, weil dann... Oh, vielleicht doch. Mal sehen. So, rein da mit Schauer. Bin gespannt, wie es laufen wird. Ich bin gespannt auf eure Prognose, wenn ihr eine Prognose habt. Beziehungsweise, was haltet ihr davon, dass wir jetzt tatsächlich mal versuchen, mit Hahn auf der rechten Seite zu spielen? Anstelle von Sturmspitze, wo er sich nicht sonderlich gut präsentiert hat, abgesehen vom Spiel gegen Hannover im Pokal. Was zugegebenermaßen auch nicht das Ziel sein sollte, weil Hannover ist ein Zweitligist. Und dann gehen wir rein. Borussia Park abends sieht immer schick aus und das ist auch in FIFA der Fall. Hier leuchtet es aber noch nicht so wirklich, die läuft wahrscheinlich auf der anderen Seite eher. Ja, gegen die Werkself. Ist ja so ein bisschen Westduell. Hier sehen wir wieder unsere Spieler, Traoré. Wir haben immerhin realistische Spielerfaces, zumindest ja bei Hahn, bei Hazard und bei, ich glaube, Kramer war das da gerade noch. Leider Gottes halt nicht beispielsweise bei Stindl. Bei Thielemans weiß ich es nicht. Na, Thielemans auch nicht. Christen sind aber dafür. So, und da haben wir, dass Leno immer noch kein Real Face hat, na, ist eine andere Geschichte. So, gehen wir einfach rein. Gegen Leverkusen haben wir am Anfang der Saison gespielt. Da war es Leno, der uns Sorgen gemacht hat. Ich glaube, wir haben auch am Ende sogar relativ hoch verloren, wenn ich mich recht erinnere. Oder war das nicht Leverkusen? Ich weiß nicht. Aber zuletzt haben wir gegen Dortmund gewonnen. Das heißt, wollen wir natürlich heute fortsetzen, gegen die größeren Teams vernünftig auszusehen. Zwar Christensen, der gerade rausgerückt ist, aber Leverkusen machte direkt mal richtig Tempo. Wendell, jetzt bloß aufpassen, dass in der Mitte nicht Chicharito zum... Oh, Gottes Willen, das war schon wieder viel zu knapp eigentlich. Vor allem in der Anfangsphase darfst du so nicht reinstarten. Aber jetzt Hazard und der Pass war richtig gut raus auf Traoré. Der ist schneller. Oh Gott, warum kommt ein Bella... Ach so, Bellarabi. Okay, ich dachte, das wäre Tah, der da so hinterher gestratzt kommt. Kramer, jetzt haben wir wieder keine Anspielstation. Jetzt vielleicht der Pass dadurch. Ah, der wäre gut gekommen. Schöne Idee, leider Gottes nicht geklappt, aber besser als es nicht versucht zu haben. Hätte es geklappt, dann wäre es sicherlich nicht schlecht gewesen. Ah, fast der Ballverlust da von Memedi gegen Thielemans. Und dann der Ballverlust rausgeschlagen. Und Johnson ist da. Und jetzt André Hahn. Aber okay. Kriegen immerhin den Einwurfball raus. Und da ist Hazard. In der Mitte zu Lars Stindl. Abgefälscht, gibt immer einen Eckball. Das ist gut für die Anfangsphase. Gut für Selbstbewusstsein, mal aufs Tor geschossen zu haben. So, wie machen wir das jetzt? Wir machen jetzt ganz, ganz schwach und hoffen, dass der Ball möglichst weit in die Mitte kommt. Genau so. Ah, da ja, da stand jetzt keiner. Hatte ich eigentlich freie Bahn zum Köpfen, aber dafür war der Druck auf dem Ball nicht groß genug. Ich wollte ablegen. Hat jetzt hier nicht funktioniert. Letztens haben wir ja durch einen Ableger dieses wunderschöne Fallrückzieher-Tor von Mo Dahoud gesehen. Jetzt kommt die Flanke und da ist Stindl. Uiuiui, den habe ich gar nicht gesteuert, aber das sah gut aus eigentlich. Kommt da zum Kopfball und setzt ihn leider knapp daneben. Leno war auch nicht mehr dran. Ja, weiter so würde ich sagen. Stindl scheint in seiner neuen Rolle direkt sich mal wohl zu fühlen. Und rein zu pushen, das finde ich sehr, sehr gut. Und auch Hazard gefällt mir jetzt schon in der Anfangsphase. Allein durch diese eine Aktion gerade deutlich besser. Thielemans, schön gemacht. Jetzt auf seinen Landsmann Hazard. Oh, der Pass war ja unterirdisch. Das wollten wir so natürlich nicht. Traoré, na, kommt da nicht richtig ran. Das ist Hazard. Jetzt ist er wieder auf Außen. Das wollen wir natürlich eigentlich gar nicht. Aber holt sich den Ball. Das ist gut. Leverkusen hier sehr unter Druck gesetzt bisher. Kommen nicht zu ihrem Spiel. Letztes Foul und Henrichs, aber wieder Einwurf. Solange wir sie nicht in unsere Hälfte lassen, beziehungsweise solange wir ihnen keine Chancen gewähren, ist alles in Ordnung. Erstmal, wenn sie Chancen bekommen, haben sie halt vorne mit Chicharito und eiskalten Torjäger. Ich sollte auch mit diesen ganzen Y-Pässen immer, auch wenn sie wieder einen Freischuss gibt. Wir flanken mal rein mit Lars Stindl. Auf den Kopf von, ich weiß nicht wem, von Dominguez war es. Und Leno muss das erste Mal richtig eingreifen in der Situation. Und jetzt haben sie die Konterchance, aber Hahn ist da. Und das ist halt das Schöne, wenn er hat mittel-hoch-Arbeitsraten, das heißt, er ist defensiv mehr bewandert. Das ist das Schöne, wenn er mit nach hinten arbeitet, oder mit nach hinten arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Weil, ja, im Sturm kann er das halt, beziehungsweise dann fehlt er da vorne drin. Und Stindl ist zwar auch einer, der mit zurückarbeitet, aber nicht so sehr wie Hahn, aufgrund der Workrates alleine. Oh, da sollte er nicht hin. Eigentlich einen weiter vorne, aber Thielemans über außen macht das sehr, sehr stark. Macht das ganz stark da. Ah, gegen Toprak, da hat er einen Übersteiger. Leider Gottes nicht gemacht, den ich ihm gesagt hatte. So, drauf da.
Will er nicht. Oh, guter Pass. Da ist Wendell. Eine Menge Technik, aber gut gemacht von André Hahn. Die Formation scheint gut zu funktionieren. Und jetzt der Pass auf Stindl. Und der war nicht im Abseits. Aber da braucht er viel zu lange, um Ball anzunehmen. Schöner Doppelpass mit Thielemanns. Stindl und Hazard. Nein. Und nochmal Stindl. Nein, doch nicht. Ach Mensch. Das hätte die Führung sein müssen eigentlich. Normalerweise musst du so eine Chance ausnutzen. Gar keine Frage. Richtig schön gespielt. Auf jeden Fall Stindl genau im richtigen Moment gestartet. Aber dann den Ball schlecht mitgenommen. Dann trotzdem noch gut gelöst mit Thielemanns. Und dann macht er den Ball nicht rein. Sehr, sehr bitter. Und da hätten wir jetzt beispielsweise, Stindl ist halt ein vernünftiger Stürmer, aber auch kein klasse Stürmer. Und da, den hätten wir da jetzt gebraucht. Und jetzt wieder Stindl, das ist super gespielt. Kramer ist halt auch kein Außenstürmer, aber kann sich da zumindest mal durchsetzen. Dani da Costa ist es nicht, Henrichs, die Flanke, Stindl kommt nicht ran. Ja, weder Linksfuß noch Flügelstürmer, Kramer mit einer Flanke, das kann da nicht funktionieren. So, jetzt Kevin Volland, den müssen wir unterbinden. Wäre auch ein interessanter Mann für die Borussia gewesen übrigens in meinen Augen. Passt, finde ich, sehr gut ins Konzept. Oh, der ehemalige Hoffner setzt sich da klasse durch. Ist auch Linksfuß, Bellarabi. Und da müssen wir erstmal zur Ecke klären. Und aus der dürfen wir jetzt bloß nichts passieren lassen. Haben teilweise kopfballstarke Spieler, beispielsweise ein Chicharito trotz seiner Größe oder auch ein Toprak. Da ist Sommer aber da, sehr, sehr schön. Und jetzt direkt einen Konter einleiten. Hat Stindl nicht mitgerechnet und der Abschlag war auch nicht so ideal. Geht ein bisschen zu weit nach außen. Und damit bleibt es hier kurz vor der Halbzeit beim 0:0. Aber wir sind theoretisch am Drück, auch wenn Leverkusen sich jetzt gerade mal befreien konnte. Schön, wie Hahn dazwischen geht. Sehr, sehr gut. Gefällt mir direkt viel besser. Läuft auch viel besser allgemein in der Formation. Wahrscheinlich einfach, weil wir den langsamen Spieler, beziehungsweise nicht den langsamen, aber den Spieler mit den schlechten Workrates vorne rausgenommen haben und dazu halt einen schnellen Flügelspieler dazugewonnen haben und Hazard auf seine richtige Position gepackt haben. Wieder André Hahn. Ja, die Frage ist jetzt, wohin, weil flanken können wir nicht, aber eine Ecke rausholen können wir zumindest. Flanken ist halt das Problem, Stindl ist halt einigermaßen kopfballstark, aber auch nicht der allerbeste. Die Flanke kommt gut, der Kopfball war von Kramer, glaube ich, diesmal, oder? Von Johnson, ich weiß es nicht. Gucken wir nochmal genauer hin. Könnte Johnson gewesen sein, ja. Aber den setzt er leider Gottes drüber. Bisher noch keine Tore, aber wir sind gefährlich, zumindest teilweise. Die dickste Chance hat natürlich Lars Stindl da, frei vor Bernd Leno, wo er nicht zum Abschluss gekommen ist. Jetzt Jeremy Toyen, von dem haben wir bisher noch gar nichts gesehen, wurde aber noch nicht gefordert. Raus auf Traoré. So, als Tar dürfte er definitiv schneller sein. Oh, der kommt aber noch gut hinterher. Jetzt die Flanke und da ist Hazard. Kommt nicht ran. Und Memedi klärt in höchster Not. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir müssen jetzt nur noch diesen Push vor der Halbzeit nutzen und im besten Fall jetzt noch ein Tor machen. Das wäre ideal. Torgan, Hazard, Lattenkreuz, Traoré, wei oh wei, das war eine richtig geniale Aktion von Torgan Hazard, genauso wollte ich den, aber leider ein bisschen zu hoch angesetzt, sehr schade und Traoré kriegt den Ball dann auch nicht mehr ins Tor, so hat der Özil letztens getroffen gegen Chelsea, ein bisschen her schon, Ende September war das, jetzt dürfte Halbzeit sein, 6:0 Schüsse, wir dominieren die Partie und haben jetzt hier den Abpfiff, so muss es weitergehen, sehr sehr gut geführte Partie bisher, wir zeigen zu Hause Dominanz. Und damit können unsere Fans auch zufrieden sein. Die Frage ist jetzt nur, können wir es in der zweiten Halbzeit weiter so reflektieren oder müssen wir uns einem Angriffssturm, sage ich mal, von Leverkusen jetzt stellen? Wechsel gibt es aber erstmal nicht. Das heißt, es könnte alles beim Alten bleiben. Traoré. Oh, der kommt sogar an. Stindl, wunderbar. Hatte ich eigentlich gar nicht angesehen oder ankommen sehen. Traoré, versuch's mal mit links. Ja, da stand er natürlich direkt da im Weg. So, weiter draufschieben. Da ist Memedi. Ah, kommen wir nicht ran. Kommen wir immer noch nicht ran. Jetzt die Flanke. Ich glaube, Johnson war da dazwischen. Und jetzt Thielemanns. Jawohl. Der gefällt mir defensiv nochmal ein Stückchen besser als Dahoud. Spielmacherisch hat er es nicht so drauf. Beziehungsweise offensiv ist er nicht so auffällig, sage ich mal. André Hahn. Ballkontrolle reicht. Toprak ist auch schnell. Was war das denn für ein geiler Move? Jetzt flanken wir mal zurück da auf Toljan. Schön gespielt. Perfekt gespielt. Genauso wie ich es wollte, Traoré. Und jetzt muss Hazard, ja, das wäre Stindls Position gewesen. Stindl im 16er kriegt den Ball immer noch auf Kramer. Kramer zieht da vorbei. Der ehemalige Leverkusen, ja. Ist ja ein Jahr weg gewesen von Gladbach bei Leverkusen. Konnte sich da aber nicht wirklich einleben. Schade, das wäre sehr gut gewesen. Oh, schön. Alvaro Dominguez. Hazard. Und wieder Stindl. Die harmonieren sehr, sehr gut. Oh, da hätte Hahn weiterlaufen sollen. Ah, Stindl verliert so den Ball. Gegen Dani da Costa, dem ehemaligen Ingolstädter. Und wir wechseln mal aus. Muss man übrigens auch sagen, Ingolstadt, wobei, wir wechseln eigentlich aus. Eigentlich brauchen wir nicht wechseln. Hat Ingolstadt auch einen sehr guten Job gemacht, indem sie, Leverkusen, indem sie Spieler wie beispielsweise
den von Karlsruhe, wie heißt denn der Innenverteidiger? Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt gerade, den sie da zurückgeholt haben. Oder halt auch beispielsweise einen Da Costa, auch wenn er jetzt in Realität verletzt ist. Flanke, Stindel. Ja. Wie gesagt, wir brauchen einen großen Stürmer. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, Kopfballspezialisten. Da wissen wir, was für Stürmer wir suchen müssen. Und Thielemans. Schöne Wucht hinter, aber leider Gottes nicht im Tor. Trotzdem gefällt mir das sehr gut gerade, muss ich sagen, auch wenn wir noch nicht führen. Wir lassen wenig zu, eigentlich gar nichts zu von Leverkusen. Und die haben ihre Mühe und Not, das zu verteidigen, das 0:0. Hazard, der blüht in der Mitte absolut auf. Raus auf André Hahn. Wieder zurück auf Thorgan Hazard. Hat ja keine Anspielstation, leider Gottes, muss andersrum gehen. Jetzt auf Hahn, der auf Traoré, Rückraum, Kramer. Wir spielen um den 16er rum wie eine Handballmannschaft. Ball in den 16er scheitert, aber Kramer dürfte das Kopfballduell gewinnen. Oh, nee, aber Johnson ist da. Wieder Hazard. Ja, da kommt er nicht weiter. Schade, schade. So, müssen wir da drauf gehen, beziehungsweise drauf bleiben. Da ist André Hahn jetzt. Jetzt dürfen wir hier Leverkusen natürlich auch nicht reinkommen lassen. Vorland unterbunden, sehr schön. So, jetzt Christoph Kramer. Und jetzt der Ball auf Juri Thielemans gegen... zwei Megatalente da gegeneinander, aber das entscheidet der Bessere momentan in meinen Augen noch. Da für sich wieder Toljan Traoré. Und der ist schneller als Da Costa. Super Ballmitnahme. Jetzt haben wir eventuell die Gelegenheit. Ah, legt sie mal ein bisschen zu weit vor. Toprak ist schnell. Toprak ist da. Toprak verliert den Ball und Toprak kriegt einen Freistoß. Warum auch immer. Wir wechseln mal aus. Traoré ist nicht mehr hundertprozentig fit. Dafür bringen wir Philipp rein. Und ich würde auch ganz gern Amiri eigentlich bringen. Aber Hazard ist mir zu gut. Aber Hazard ist auch nicht mehr ganz fit. Deswegen bringen wir auch Amiri rein. Zwei junge Spieler auf der Außenbahn. Beziehungsweise zwei junge Spieler im offensiven Bereich. Die nochmal für ein bisschen Druck sorgen können vielleicht. Würde ich mich freuen. Spielen auch beide auf Positionen, wo sie sich hoffentlich wohlfühlen. Da haben wir gleich mal Amiri am Ball. Steckt durch auf Stindel. Der ist nicht im Abseits. Ah, den hätte ich nie machen sollen. Den hätte ich früher zurückspielen sollen. Einfach nur quasi zurückziehen und dann direkt auf Amiri weiterleiten. Der jetzt aber hier am Ball ist. Stindel, Amiri wieder auf Stindel. Der da nicht gut gelaufen war. Beziehungsweise wo Da Costa gut zugemacht hat. Stindel erobert sich den Ball aber zurück. Ah, und verliert dann wieder. Wenn das hier eine Verlängerung geht, ist natürlich bitter. Wir wollen eigentlich keine Verlängerung, wir wollen eigentlich den Sieg herbeiführen, aber immer noch besser als direkt zu verlieren, denn das könnte jetzt passieren, wenn sie da den Konter vernünftig ausspielen. Das wollen wir natürlich nicht. Bellarabi, schön dazwischen, gar nichts zulassen jetzt hier. Und jetzt Amiri, der ist noch frisch, der wurde ja gerade erst eingewechselt. Ah, da wollte ich den Pass spielen, eine Sekunde zu spät gedrückt. Na, dem Amiri verliert dann den Ball. So, jetzt gegen Bender. Jetzt sind sie mal ein bisschen weiter aufgerückt. Da Costa, schön dazwischen von Christensen. Oh, Kampel macht das stark. Raus, Toljan muss da sein. Toljan ist gewissermaßen da und Christensen leitet weiter auf Kramer. So, der wieder weiter. Amiri, der ist noch frisch. Der sollte schneller sein als Jonathan Tah. Ja, das ist er auch. Wunderbar, wie er da vorbeizieht. Nadiem Amiri geht in 16er, macht das alleine. Nadiem Amiri direkt auf den Keeper. Direkt auf den Keeper. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war ziemlich schwach eigentlich. Den hätte er besser machen können. Na, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber noch ist er nicht vorbei. Stindel. Ah, ganz schwacher Pass. Oh, mein Fehler. Oh, sehr stark. Wer war denn das? Dominguez, glaube ich, der dazwischen gegangen ist mit seinen grünen Schuhen. Stindel, auch gut. Ah, jetzt hätten sie aber den Ball erobern müssen. Wir sind in der 89. Minute. Wird wieder ein später Treffer hier, der das Spiel entscheidet. Oder geht es tatsächlich in die Verlängerung, obwohl Leverkusen bisher noch keinen Stich gesehen hat? Also absolut keinen. Und jetzt nochmal Hahn. Schöne Balleroberung. Nochmal auf Amiri. Ah, der verliert den Ball gegen Kampel. Nochmal Konterchance für Leverkusen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Wohl die letzte Aktion. Außer wir können nochmal den Ball erobern. Und jetzt können wir nochmal nach vorne. Über Christensen. Andreas Christensen. Innenverteidiger seines Zeichens. Normalerweise nicht seine Spezialität, nach vorne zu gehen. Aber legt ab auf Lars Stindel. Eieieiei. Den kannst du auch besser machen, Lars. Naja, das Erdmännchen vergibt und wir gehen in eine Verlängerung. Schön und gut. Machen wir irgendwas? Müssen wir irgendwas wechseln? Thielemans nicht mehr ganz fit, dann bringen wir da Hut dafür rein. Ist ja ein positionsgetreuer Wechsel. Jetzt nichts, was wir irgendwie besonders nochmal erwähnen müssten. Was hoffentlich auch gar nicht auffällt, auch wenn Thielemans ein gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht die dicke Chance für uns jetzt, das Ganze über die Zeit zu bringen. Oh, mir fällt gerade wieder. Ich habe wieder die Stream-Vorschau nicht deaktiviert. Ich bin auch so eine Pappnase, ne? Ach, Mensch. Naja. Übrigens kommt das Montag dann das Video mit dem Hannover 96 Karrieremodus, auf den ihr euch auch wieder freuen könnt. Nein, nein, nein. Die erste Chance, ich fasse es nicht.
Die erste Chance, der erste Schuss, den die haben, und die machen ihn rein. Und jetzt sind wir unter Druck, weil jetzt haben wir nur 18 Minuten Zeit. Oh, das war so schlecht verteidigt. Da geht Toya nicht richtig mit und dann ein einfacher Doppelpass. Okay, okay. Keine Panik auf der Titanic, das Wasser reicht für alle. Die Chancen zu lapidar liegen lassen, Amiri. Eckball. Das ärgert mich jetzt gerade so hart. Johnson, Christensen, Hahn, och Mann. Da muss er schießen, da muss er einfach schießen. Wir hatten so viele dicke Gelegenheiten. Die haben eine und sie nutzen sie. Und das wäre natürlich bitter, wenn uns unsere fehlende Kaltschnäuzigkeit bzw. unsere fehlende Abschlussstärke, die übrigens bei mir in FIFA allgemein ein Problem ist momentan, wenn uns die am Ende dann die Pokalteilnahme kosten würde, bzw. das Pokal ausbedeuten würde. Auch wenn es natürlich auch ein Kracher ist in der zweiten Runde, direkt gegen Leverkusen. Die sind gut dazwischen, jetzt sind sie natürlich auch oben auf. Kevin Campbell, der Torschütze, gegen Kramer, spielend leicht, aber Kramer, klasse dazwischen. Und jetzt Konter eventuell, beziehungsweise jetzt einfach mal der Gegenangriff über Amiri, Jedwai, aber Mann. Nicht gut, nicht gut. Geht dazwischen, lass den nicht schießen, lass den doch nicht schießen, Sommer ist da. Jetzt haben sie zwei Schüsse, die hatten 90 Minuten keine Schüsse und jetzt innerhalb von 12 Minuten in der Verlängerung haben die zwei gefährliche Chancen. Drei gefährliche Chancen. Ach Gott, Alter. Lattenkreuz. Weil Sommer den überhaupt nicht gut klärt. Und jetzt Maxi Philipp. Jungs, wir müssen pushen. Amiri, geht er da durch? Kommt er da durch? Ja, er kommt da durch. Na, die haben Amiri. Und jetzt Philipp. Jetzt ist der Ausgleich da. Maxi Philipp macht den Ausgleich. Gott sei Dank. Oh, 105. Minute Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Und unsere beiden Einwechselspieler, die wir offensiv gebracht haben, stechen. Da geht Toprak aber auch ganz, ganz schwach nur hinterher. Leno hält wieder, aber diesmal ist einer da, der den Abschlag verwertet. Und zwar Maxi Philipp. Der seine Chance damit natürlich mal wieder nutzt. Eieiei. Und damit ist Halbzeit. Freunde, das ist mir viel zu riskant, viel zu gefährlich. Zweite Halbzeit, wir gehen direkt weiter rein. Bringt ja nichts. Oh, boah, behindern sie sich gegenseitig. Und das dürfte noch gelb geben, nachträglich gleich. Immer können wir von sehr offensiv runterkommen. Das ist ein Trip, den wir nicht unbedingt brauchen. Schön, Johnson. Gut dazwischen, gut antizipiert, dass der Pass da kommen würde. Und Modahu, der ist natürlich noch am frischesten hier auf dem ganzen Platz. Hat die Energie, ist aber nicht schneller als Campbell, kommt aber trotzdem vorbei und kommt auch an Da Costa vorbei. Sehr schön, oh, das Dribbling ist ganz stark. Jetzt der Ball auf Stindel und Leno ist wieder da. Haben halt auch einen 86er Keeper im Kasten, darfst du nicht vergessen. Johnson mit der nächsten Ecke, die Flanke kommt, da ist André Hahn, nochmal Johnson. Nochmal die Flanke rein, zweiter Pfosten, Kramer, nochmal rein und da ist, ja, nein, doch nicht. Da muss halt einer stehen. Da muss halt einer stehen. Dramatik, wenn es hier ins Elfmeterschießen geht, weil ich kann kein Elfmeterschießen. Philipp, oh. Nochmal Philipp, Amiri, oh. Da wäre er fast schnell genug gewesen, der Ball. Beziehungsweise schnell genug war er, weil der noch nicht rangekommen wäre. Präzise genug war er nicht. Nochmal Stindl. Warum geht Kramer da eigentlich mit, aber kein Maxi Philipp? Ta, kommt ran. Leno, jetzt der Fehler, bitte. Ja. Jedwai schlägt nach vorne. Ballbesitz. Fohlen. Hi. Oh. Oh, jetzt bloß, aber jetzt bloß nicht auskontern lassen. Oh, oh. Okay. Aber es geht wohl ins Elfmeterschießen. Außer Johnson macht so einen Mist. Ist doch Rechtsfuß. Warum dreht er sich nicht in die andere Richtung? Wir müssen ins Elfmeterschießen, Freunde. As dramatisch as it can get. So überlegen geführt die Partie. Und so schlechte Elfmeterschützen, dass unser 5-bester Gramma 53 hat. Bei Leverkusen sieht es aber auch nicht besser aus. Aber die haben immer einen, der schießen kann. Und wir fangen an. Habe ich Hilfe? Ah ja, habe ich. Sehr gut, die brauche ich auch. Oh, der könnte zu hoch sein. Oh, alter Schwede, Stindl. Mach doch sowas nicht. So, Teil 0, ich mache mal extra Anlauf.
Links, 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 Brudi. Jawohl! Wie kann man so blind sein? In die Mitte, sehr schön. Amiri behält die Nerven da und jetzt Volland. So, ich habe die Ecke gerade schon gehabt. Ihr wisst, was der Move bedeutet. Genau, da springe ich hin. Da springe ich hin. Bin nicht dahin gesprungen, das war aber auch Absicht. Ich habe allerdings spekuliert, dass er nicht da trifft. Philipp, souverän. Also unsere Elfmeter sind bisher mehr souverän, als ich dachte. Allerdings beunruhigt mich Leverkusens Treffsicherheit. Ich bin wieder in der Ecke und Sommer ist einfach zu klein mit seinen 1,84. Jetzt da Hut. Und er hält ihn. Und er hält ihn. Sommer hatte zweimal die Ecke, er hat ihn zweimal nicht gehalten. Total dumm eigentlich. Und Bellarabi trifft mit den Pfosten. So, und jetzt ist natürlich der Druck da und zwar auf Fabian Johnson. Hat ein gutes Spiel gemacht. Die Frage ist nur, wie kann er dem Druck standhalten? Er kann ihm standhalten, aber jetzt liegt es an Sommer. Und wir müssen es einfach so sagen. Wenn wir das Elfmeterschießen nicht gewinnen, dann lag es an Jan Sommer. Dann lag es nicht an Dahoud, der verschossen hat. Dann lag es an Jan Sommer und Brandt verschießt. Oh. Nein. Nein! Warum habe ich nochmal bewegt? Warum wollte ich korrigieren? Oh, jetzt liegt es an mir. Jetzt liegt es nicht an Sommer. Wobei, er hätte halt den ersten halten müssen. Nichtsdestotrotz. Oh, er hält den. Er wenigstens den hält er. Ja, oh, jetzt aber Dramatik drin. Hier bis zum geht nicht mehr. André Hahn. Sehr gut, mit Innenpfosten. Riskant, aber drin. Ey, wie dramatisch soll es eigentlich noch werden? Was soll denn der Mist hier? Ich kann das nicht mehr. Ich bin da zu alt für. Toprak. Komm. Und Sommer hat ihn. Sommer ist also doch der Held. Oh, Gottes Willen. Meine Güte nochmal. Den ersten muss er halt halten, aber die letzten beiden hält er dann, als es ganz, ganz wichtig ist. Und dementsprechend gewinnen wir hier das Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen und ziehen ein in die nächste Runde des Pokals. Vollkommen verdient, muss man ja auch mal dazu sagen. Wir waren komplett over them. Haben die total dominiert, auch von den Statistiken her. Aber eine dumme Aktion, ein dummer Fehler und der erste Schuss sitzt halt durch Kevin Campbell. Und da muss so ein Safe her, um weiterzukommen. Na Gott sei Dank, egal. Kommen wir an Statistik nochmal an. Denke ich mal, ist klar, dass es verdient war. Haben wir Überraschungen. Bremen gewinnt gegen Lautern, Hertha gegen 60, Pauli gegen Nürnberg. Nö, keine Überraschung dabei. Bayern gewinnt gegen Köln im Elfmeterschießen. Oh, Hoffenheim hat gegen Bielefeld verloren. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Und Nürnberg hat gegen Pauli gewonnen. Okay, wir sind bei fast 28 Minuten. Wir sind bei 28 Minuten. Zumindest hier auf meinem Timecode. Und dementsprechend beenden wir die Episode jetzt auch relativ schnell. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Dramatik pur. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächste Episode wieder. Dann geht's ins Spiel gegen den FC Augsburg. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann wird es halt, wie gesagt, diese Episode geben, in der das Ganze gespielt, aber gecuttet und, ne, ihr wisst schon, ist. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt den Link in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.